Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warfandach. Ja, heute gibt's mal eine Schlacht, also beziehungsweise eine realistische. Ach Quatsch, was laber ich denn da? Ein Replay. So fangen wir erstmal an. Ja, mit den Russen und zwar vom Zocker. Und ja, welchen Pass hat er überhaupt? Sieht nach einem T-62 aus. Ist es auch. Ein schöner Panzer. Ich glaube, das Heidi ist das schon. Müsste sein. Oder nee, die haben doch mittlerweile neue. Ist aber sehr weit unten schon. Deswegen. Hat die Dartpfeile. Na, wie ist denn die Munition? Alter, die ist nicht. Die ist tatsächlich von den Dartpfeilen am schwächsten, würde ich jetzt mal sagen. So von der Durchschlagskraft. So, T-62. Alter, das Ding hört sich aber mega an, kann ich schon mal sagen. Jetzt kommt er vor. Und jetzt? Hat er einen Autolader drin oder warum? Er war nämlich eigentlich noch nicht fertig mit Nachladen. Da, der ist noch nicht fertig. 100. Das muss ich mir mal eben angucken. Okay, da stehen jetzt einige. Okay, die Munition ist hier gelagert irgendwie. Und hier irgendwie. Hä? Ist ja ganz komisch gelagert. Ist auch egal. Er wird gerade mächtig angegriffen. Warte mal, das gucken wir uns hier aus der freien Ansicht an. So. Den hat er gemacht. Und den Panzer fährt er jetzt vor. Okay, der hat ihn nicht machen können. Na, Kette hat er verloren. Macht aber nichts. Er macht ihn easy. So. Schauen wir uns mal wieder weiter aus seiner Perspektive an. Der Turm ist schön abgefallen. Sah sehr schön aus. Guckt sich nach hinten um. Ja, der Berliner kommt jetzt. Er dreht seinen Turm. Schafft das schnell genug? Geschützverschluss wurde wieder getroffen. Er kann wieder fahren. Jetzt brennt er wieder. Übrigens, das hat der Julian letztens gehabt, das habe ich jetzt auch gehabt. Es gibt da momentan wieder einen neuen Bug. Und zwar, wenn man brennt. Okay, das war der Richtschütze. Jetzt wird er von zwei Seiten wieder angegriffen. Nee, was ich sagen wollte, wenn man brennt, das Feuer entfacht sich wieder. Das fand ich ganz seltsam. Ich weiß nicht, ob das nicht richtig gelöscht wird und sich wieder entfacht oder ob das einfach ein Bug ist und es geht nicht aus und ist dann immer noch an. Weil, ja, da waren beide Feuerlöscher sofort weg. So, das war der Fahrer und der Ladeschütze. Der Richtschütze lebt natürlich noch. Und der Kommandant. Aber die sollte er jetzt auch machen sofort. Schießt er da unten. Oder auch nicht, wenn da noch mehr... Ey, da kommen ja einige angerollt. Okay, den hat er easy gemacht. Ins Munitionslager. Okay, ja. Der wird aber ordentlich hier angegriffen. Das sieht nice aus. Und er... Boah, daraus kann ich auch wieder so eine schöne Szene machen mit der Musik, die ich so momentan sehr gerne verwende. Ja, suche ich was Russisches aus. So. Probleme hat er. Geschützrohr und Geschützverschluss sind noch kaputt. Der Motor ebenfalls. Ist sonst noch was kaputt? Ja, gut. Ein Loch im Treibstofftank hat er auch. Getriebe ist gelb. Okay, er rechnet damit, dass einer von hinten kommt. Ein IS-3 und noch ein IS-3. Zwei Stück davon. Okay, die haben sich irgendwie alle in Luft aufgelöst. Die sind alle weg. Hat gut Treffer kassiert, aber er lebt noch mit zwei Typen. Ne, drei. Ja,
Hat er einen schon wieder belebt oder glaube ich? Bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, und dann holt er sich jetzt den IS-3 auch, weil der sich auf einen anderen konzentriert. Ja, hat er easy den Kill gemacht und auch wieder Fahrer und Richtschütze erwischt, beziehungsweise er hat auch eine Munition erwischt, weshalb er dann natürlich Feuer gefangen hat und ja, dicke hochgegangen ist. So, Tiger 2. Der kriegt auch schon mächtig einen mit. Ins Munitionslager hat er. Er hat perfekt dahin gezielt. Das wusste er dann natürlich. Ja. Ist ja bis jetzt nicht schlecht, wa? So, da hinten steht noch ein Ferdinand. Ein T-54. Oh, ein BMP-Ding. Raketenlauncher. Okay, jetzt aber. Okay, Richtschütze und Ladeschütze sind tot. Ne, Quatsch, Kommandant. Okay, der Schuss, der wurde in den Berg gesetzt, beziehungsweise in den Stein. Berg ist das ja nicht. So, ein T-54 hat er auch easy gemacht. Wieder das Munitionslager erwischt. Eine der Kugeln, die da waren. Ja. So kann man es machen, ne? 7 Kills bis jetzt. Eine Abschusshilfe. 2476 Punkte. Er ist noch keinmal gestorben, obwohl ich das schon fast erwartet hätte. Nach der Anzahl der Panzer, die da eben waren. Aber hat er super gemeistert, wie man ja gesehen hat. Und ja. Er ist halt der Panzerschreck. So, den macht er auch mit Leichtigkeit. Das war in dem Fall der Richtschütze und Ladeschütze, der hintere. Allerdings ist der Panzer wieder mal hochgegangen durchs Munitionslager. Er trifft immer das Munilager. Ist, glaube ich, mit den Dartpfeilen ganz einfach zu treffen, dass die dann auch direkt hochgehen. Und hier, was muss ich dazu noch sagen, der Fahrer wurde erwischt, aber der Panzer hat sich wieder mal, ja, feuerwerksmäßig was anderes gedacht. Und der auch. Da sprudelt das Feuer nur so raus oben. So, das sollte es dann auch gewesen sein mit den Kills. Jetzt hat er 2 Abschusshilfen, 10 Kills, 3260 Punkte, 5 Dartpfeile hätte er noch zum Feuern, aber ich denke, die wird er nicht brauchen. Er hat selber einen Schuss, nee, Quatsch, immer noch das Treibstofflager, was da kaputt ist. Okay, er fährt gerade, glaube ich, mit Tempomat. Ja, okay, die Schlacht ist jetzt eben vorbei. Hat mir sehr gefallen, die Schlacht, muss ich ja ehrlich zugeben. Hat er schick die Kills gemacht. Alter. Ja. So kommt man natürlich auch auf den ersten Platz, wenn man nur 5 Flugzeuge abschießt. Reicht ja, ne? Hat er wahrscheinlich mit Flakpanzer die ganze Zeit gearbeitet. Hat wahrscheinlich erstmal auf die Schnauze bekommen mit einem Fahrzeug. Und dann in Flakpanzer und hat dann die 5 Kills gemacht. Ja, nee, gucken wir uns erstmal hier an. 10 Kills, 5 Kills, 3 Kills, 4, 2, 2, 3, 0. 1 Kill. 2 Kill, 2 Kill. Ja, es sind einige bei. Also, hieraus würde ich die ersten 4 nehmen, die halt relativ gute Leistung hatten. Ansonsten alles eher so mager. Gut, der hier noch, der hat dafür gesorgt, dass sie wahrscheinlich gewonnen haben. 2 Gebiete. Wahrscheinlich auch verteidigt, gut. Ja. Das würde ich ehrlich gesagt schon nicht dazu zählen, weil, ne, ihr wisst ja, Fahrzeuge, Panzer sind wichtiger als Flugzeuge. Ja. Es sind sehr viele bei, die 0 Kills haben oder generell alles mögliche 0 hier. Die beiden, der hier auch 0, dass der überhaupt 500, dass der so viele Punkte gemacht hat.
Der hat dann wahrscheinlich alle angeschossen. Ja, wobei, kann ja auch nicht sein. Sonst hätte er Abschusshilfen bekommen. Ja, gut. Könnte sein, dass er sie nur angeschossen hat. Aber ist er auch egal. Das war auf jeden Fall die zweite Schlacht von El Alamein, die er da hatte. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schickt mir doch weitere Replays. Vor allem beste wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, schickt mir weitere Replays. Schickt mir weitere Replays. Oder dann, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Ich habe ja noch ein paar Replays, wie man hier sieht. Ciao!